Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ich würde vorschlagen, wir fangen dann direkt hier an. Ja. Hey, do I know you? Mr. Well, I believe we've met. We have? At that guest the party. Oh, Evelyn Miller. Unfortunately so, Mr. Arthur Morgan, at least sometimes. Can I say something rude? Sure. The mayor thinks you robbed him. To be clear, he wasn't very upset about it. He rather liked you. Okay. Do you, well, I mean to say, can you steal things? Is there a reason you're asking me to incriminate myself, Mr. Miller? Well, I'm sorry. Have you met? This is Rainsfall, a great chief, and his son, Eagle Flies. Gentlemen, we saw you in the wagon train crossing the river at Cumberland Falls. And at the party, you were upstairs. You have great powers of observation. As my people, if we are even a people anymore. We've fought hard. We've made peace treaties, and those treaties were broken. And we've been moved and punished and punished and moved. I'm sure. And now I am told we are to be moved again. Clearly contravening the peace treaty signed 3 years ago. This will lead to war. No, my son, it will not. We cannot fight another war. They have got stronger, and we have become far weaker, Mr. Morgan. Well, it's a bad business. It's to do with oil. I know it is, but I need the proof. I believe there were some prospectors who were on their land a few months ago who have filed reports with Leviticus Cornwall and the state government claiming huge reserves of oil under their land. So, you want me to try and steal it? Obviously they can't. And even more obviously, I would be useless. Listen, I realize that it is a ridiculous request, but we're very desperate. Now, I'm not a do-gooder, Mr. Miller. Gentlemen, I'm very sorry for your predicament, but I'm a working man. I got problems of my own. We will pay you very handsomely, Mr. Morgan. How much? I told you, they're all mercenaries. There's a price on my head in two states, my friend. The government doesn't like me any more than it does you. Like you, I've been running for as long as I can remember. And like you, my time here is nigh undone. We understand, and we will pay. Thank you. You meet my son in a couple of days near Citadel Rock, just west of the oil fields. Okay. We are very grateful for your help. Gentlemen, that appointment with the senator. We should head over there. It's a waste of our time. And his. No. We must try everything. Come along. Hello, Mr. Miller. The counselor wants to apologize. He can see you now. We've been waiting I don't know how long. Or next month, if you'd like to reschedule. Come. Perhaps the senator won't mind waiting. Na ja, käuflich. Sind wir trotzdem. Ganz Unrecht hat er da ja nicht. So. Dann würde ich vorschlagen, wir reden nochmal mit dem Professor. Solange wir jetzt gerade hier sind, würde ich einfach sagen, wir machen mal so ein paar Nebenmissionen. Die machen wir ja sowieso ja. Und ja. Da die gerade hier sind und wir auch gerade hier sind. Die früher oder später sowieso wahrscheinlich auch noch weitergehen. Und die Zeitung könnten wir gleich noch lesen. Zumindest mal eine. Wenn ich beide lese, ist die Folge schon rum, wenn wir scheiß Zeitung lesen. Das will ja keiner. Ja. Scheiß Pferd, ey. Die Steuerung, die geht mir manchmal so auf den Sack. Lauf ich lieber. So. Das war auch knapp. Das ist nicht immer so einfach hier. Und essen könnten wir eigentlich auch was.
Von da hinten kommt irgendwo Krach. Was dann? The whole saloon's overrun with rats. I'm losing business left and right. I need to get someone to get rid of them for me. I'll pay very well. I just need it. All right, calm down. Let me see what I can do. Oh, thank God. Aber die haben jetzt eben auch nicht wirklich drauf geantwortet, wie viel Geld wir eigentlich kriegen, wenn wir das machen. Zielt er jetzt mal. Müssen wir die Waffe mal fliegen. Sind hier noch? Ja. Achso, der ist schon tot, okay. Ich wollte mal gerade sagen, wir fliegen die zuerst mal. Die muss oft gereinigt werden, wir benutzen die viel. Ich sehe sie gerade nicht, aber ich höre sie. Okay, soll das die Munition wenigstens bezahlen. Ooh, thanks, Mister. Take this. Ooh, you earned every cent. I killed worse. Aber auch für mehr Geld. Wobei wir haben auch schon für weniger Geld Schlimmeres gemacht. Ich bin gelaufen, du hast nur gestanden, also halt die Fresse. Komm, wenn wir schon da vorbeilaufen. Read on a little. Hey, Mister. Sister, my friend, Mr. Morgan. Oh, Sir. Brother Dorkings told me about the wonderful thing you did. Oh, he talks a lot of nonsense. No offense. None taken. None taken at all. Hey, stop! These kids are the worst! Don't hurt him, please! Ständig wird man hier beklaut. Scheißstadt. Mister? Was kann ich dann da interagieren? Hey, you want some company, mister? No. You sure? Hey. What? I know you. This is Downs? Oh, no. Not you. Get away. Ah, now. I mean, hey. Help. Help! Hold on! This man is bothering me! Now. Someone help me! Officer! Help! Fuck. I won't stop till you're dead! Goodness! Oh, help!
mir sehr nach einer Sackgasse aus. Da passen wir durch, okay, ganz klar. Ich glaube, ich muss noch weiter aus dem Bereich hier raus. Und dann passt das schon. Jetzt warten wir hier einfach mal kurz. Ich denke nicht, dass jetzt noch einer vorbeikommt. La la la. Und sonst so bei euch. Aber hier wird man auch schon wegen ziemlich wenig Beweisen gesucht direkt. Ich weiß jetzt gerade nicht so genau, wo ich lang muss, um da hinzukommen. Aber ich glaube, wir kamen irgendwie von hier. What are you doing to me? You got a problem? Ja, ich will mich beeilen, das ist mein Problem. Scheiße, da ist ein Officer. Stimmt, ich erinnere mich, das war das Schwierigste an der Mission, da nochmal hinzukommen, ohne dass man gesehen wird. Ich steig mal hier ab. Ist auf jeden Fall ohne Pferd wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Excuse me, Father. Sister, I got your cross. You didn't. Oh, I did. Oh, I hope the boy... He's fine, physically. Mentally, he's a piece of work, but who am I to say? Brother Dorkins was right about you. You are the most wonderful man. Brother Dorkins is greatly deceived, I'm afraid, but I'm happy to help a little. Thank you. You see, it's a thing, but... My mother gave it to me when I was a novice, shortly before she passed. You are the most wonderful man. Oh, excuse me, Father. Sister, enjoy your day. See, Father? Ist ja... Jetzt haben wir kein Problem mehr im Gesetz. Ist ja auch prinzipiell kein Problem, dass man sich mal an Gegenstand hängt und Emotionen mit verknüpft. Also wir hätten den innerhalb von 19 Sekunden finden sollen, aber das hätte ich wahrscheinlich nicht geschafft. So, dann jetzt Professor. Und dann haben wir hier mal, glaube ich, nochmal alles erstmal abgearbeitet. Beziehungsweise bis wir hier fertig sind, ist wahrscheinlich die nächste Nebenmission wieder weiter verfügbar. Dann wieder links und dann sind wir da. Ah, hello, friend. Hello, Professor Andrew Bell the Third. That's it. So, the chief says you can test out your machine pending the usual formalities. And what are they? Finding a suitable, subject. Ah, funny you should mention. This fella here, he seems sturdy enough, and he's guilty of sin. Wilson J. McDaniels.
Wanted for murder, bigamy, and immoral animal husbandry. What's that? The mind shudders. Here, find him for me and help me put him out of his misery. Gesucht, 95 Dollar Belohnung, Wilson Shay McDaniels, lebendig gesucht, wegen Mordes, Bigamie und sittenwidriger Tierbeiwohnung. Ja, wie die sittenwidrige Tierbeiwohnung auch. Zuletzt gesichtet nahe der Grenze zu den Grizzlies, nördlich der Strecke über Heartland Overflow. Alle Belohnungsansprüche sind einzureichen bei und werden beglichen von B. Lambert, Polizeirevier Saint Denis. Ja, mach ich. Okay, girl. So, jetzt können wir noch eine Zeitung lesen oder das hier oder, oh mein Gott, ey, es sind so viele. Jetzt fangen wir die hier noch an, damit wir die haben und dann machen wir erstmal nochmal mit Hauptmissionen weiter, würde ich sagen. Das vom Professor ist auf jeden Fall noch mit am interessantesten, was da weiß ich jetzt schon, was es ist und ich weiß jetzt schon, dass wir es nicht machen werden. Ich bin jetzt ganz irre. Ja, viel zu zeitintensiv. Die kriegen wir eh nicht hin. Da gehen Stunden drauf. Und langweilige Stunden vor allem. So komme ich auch immer bei Fremden ins Haus. One moment, please. This is extremely delicate. Hey. Algernon Wasp, purveyor of the exotic and the exquisite. Enchanté. Tacitus Kilgore. How can I help you? May I interest you in a hat, perhaps? How about a nymph? I import them from Brussels. The idiots in this town all want Italian nymphs, but the Italians make the coarsest of marble. I mean, quite frankly, the Baroque is an abomination. Belgium. Now that is a land for the connoisseur. Oh, yes. Yeah, as I always say. But, you know, I'm not really a nymph kind of man. Oh, of course, too ephemeral. You want something, more tangible, more gothic. I also make corsets. Would you like a corset? I always wear one. No, I don't think so. Yeah, I ride a lot of horses. The whalebone might stick in. Hmm, well, a cup of tea. Sure. And what is it you do, Mr. Kilgore? Are you a gentleman of leisure? An aesthete? An artist. I suppose I'm kind of an adventure. Ha! Huh. Yes, of course you are. Here, be careful with the china, sir. It is French. Not Belgian? No. They are Philistines in that area, not to be trusted. Youth, eternally preserved in marble, is more their specialty. I fear China will always elude them. Now, why are you here exactly? I don't know. You're an adventurer. A wanderer, a lost soul cast out from heaven? Sure. Well, I do pay exceptionally well for certain objects needed for my art. Mm, you do? I do. Exceptionally well. Well, what do you need? Let's see. Right now, I have a couple of commissions. I need at least 15 egret plumes. Good ones, obviously. I also need 15 assorted orchids. Here's a list. Okay. I will see what I can do. Thanks for the tea. Thank you, Tacitus. It'll be very worth your while. Das stimmt, bezahlen tut er gut. 5 Seidenreiherfedern, 5 Rödelreiherfedern, 5 Schmuckreiherfedern und 5 Zimmerdame der Nacht. Aber das tue ich mir kein zweites Mal an, sorry. Die habe ich schon einmal gemacht für die 100% und da hätte ich mich schon erschießen können. So viel kann ich sagen. Bürgermeister habe ich jetzt gerade ehrlich gesagt wenig Lust. Wie weit ist denn das vom Professor weg? Das ist eigentlich ganz witzig. Das würde ich gerne noch machen. Das müsste zeitlich vielleicht dann noch gerade hinkommen. Aber das ist eigentlich schon echt ganz geil gemacht. Das ist ganz witzig.
Dabei könnte man ja mal gerade über die Mary Linton reden. Das ist schon eigentlich eine blöde Kuh. Die nutzt uns permanent nur aus, will aber nicht mit uns zusammen sein. Nur wegen unseres Lebens, das wir gewählt haben. Glaubt uns aber auch nicht, dass wir es hinter uns lassen wollen. Und dafür ein bisschen Geld brauchen. Fuck, so langsam. Schade, dass wir jetzt wieder so langsam waren und schon wieder nur einer überlebt hat. Dann beschwert sich immer über unseren Sarkasmus. Weil Sarkasmus einfach der geilste Humor ist. Schwarzer Humor und Sarkasmus, genau meins. Aber eigentlich gefällt er das ja. Das kann sie mal auch nicht zugeben. Aber dann uns bitten, dass wir ihrem Vater helfen, obwohl er uns absolut nicht ausstehen kann, ist schon ein bisschen dreist. Nur weil sie keinen besseren will, weil es, wie der Arthur gesagt hat, um anständige Leute einzuschüchtern. Dafür sind wir dann wieder gut genug. Eigentlich mag sie uns ja schon. Ich verstehe das immer nicht. Wenn ich jemanden eigentlich mag, und dann scheiße ich auch drauf, was er sonst für ein Leben hat. Da akzeptiere ich das, wenn ich die Person an sich trotzdem mag. Und dann würde ich eher was dran setzen, wenn ich wirklich wollte, dass er das Leben verlässt und er das selbst will, dass ich ihm dabei helfen kann vielleicht. Aber was will man machen? Eigentlich ist der Arthur wirklich so ein bisschen dämlich, dass er die liebt, aber... Man kann sich ja nicht aussuchen, wie man liebt. Das Herz will, was das Herz will. Ich treffe da ja auch nicht unbedingt die besseren Entscheidungen immer. Ich würde mal noch das Pferd. Außerdem scheinen Menschen eher dazu gemacht zu sein, Partner zu lieben, die ihnen eigentlich nicht gut tun. Männer wollen immer dumme Schlampen. Diese verarschen und Frauen wollen immer dumme Arschlöcher, die sich nicht für sie interessieren. Aber gut genug ist das dann trotzdem wieder nicht. Deswegen halten die Beziehungen dann nicht und man sucht sich als nächstes wieder denselben Scheiß raus. Deswegen halten keine Beziehungen irgendwie auf Dauer. Jedenfalls heutzutage nicht mehr. Aber gut, das war es ja eher von damals als jetzt von heutzutage. Ist ja doch schon ein bisschen her, das hier. Da haben wir wieder den Fotografen. Ist auch wieder verfügbar. Ist das hier echt am Arsch der Welt, oder? Oder kommt es jetzt hier? Ist das der, den wir suchen, oder haben wir schon wieder Kopfgeldjäger am Arsch? Haben wir Kopfgeld? Stehen, was sind die hier? Was sind da oben? Toll. Gleichzeitig erschossen.
Oder habe ich den Kopfgeld hier? Ach so, okay. Scheiße. Klappt ja wieder hervorragend alles. Naja, man, habe ich schon bewusstlos getreten gerade. Habe ich so jetzt auch noch nicht gemacht, aber passt dann auch. Außer dass ich voll eine gekriegt habe und fast noch mal eine. Ja, jetzt ist er wieder wach. Kann ich gleichzeitig meinen Hut aufheben? Nee. Schade. Aber wir haben den ja auch auf dem Pferd. So. Und dann den ganzen Weg nochmal zurück, vermute ich. Und das Pferd striegel ich mal gerade, das ist dreckig wie Sau. Und schon ist die Farbe wieder gewechselt. Und mein Hut. Aber den hier. So. Dann auf ein neues. Gleicher Weg. Andere Richtung. Ja, mach ich. Kein Problem. You know, you ain't going to court. You ain't going to jail either. I'm taking you to a professor I know. What in hell are you talking about? You're a lucky man, mister. You get to be part of a great experiment. Shut up! Huh? You ain't gonna die needlessly is what I mean. Nope. Your death's gonna be an important step in the advancement of human knowledge. What in hell you say, mister? This professor, Andrew Bell III, I believe he said. He's a little odd, maybe harebrained, but I got no reason to doubt the quality of his work. What's this damn professor got to do with anything? Well, he wants to try this new electricity chair on him to kill you. Humane. No! He's gonna strap you into this contraption and run a large electric current through your system. Got something to do with moonshine. Don't quite know what. I guess that's why he's a professor and I'm the bounty catcher. But as I said, I can pass on his assurances that this is a most humane way to go. It'll be just like, well, like switching off. Like. They wouldn't let you do this to me. They wouldn't. Oh, they would. And we got a permit and everything. You was in animal husbandry, am I right? Well, you ever seen lightning strike livestock, Mr. McDaniels? I ain't ever seen the actual impact, but I came across a pasture sometime after. The storm had just cleared and there was smoke in the air, smell of burning hair. No. There must have been a dozen head of cattle. Lying there, piled up, mangled. Strange scars across their backs, legs, and necks. It's half like they was burned, half like the skin was ripped off. No! Eyes bleeding. Some of them popped out. No! If I hadn't seen the storm, I would... Okay, das ist schlecht, aber...
Ich liebe Arthur. So ein dummes Arschloch. Einfach nur geil. Mit derselbe Weg, andere Richtung und bessere Konversationen. Ich liebe das. Ganz vergessen, wie geil das Gespräch war. Ja, was da. Mir geht das Gespräch jetzt gerade noch aus dem Kopf. Ja, ich liebe das. Das Spiel ist einfach nur geil. My humane electric ending facilitator. There'll be money enough for you, sir. Well, let's hope. All right, let's get our poor unfortunate ready for the demonstration. Oh, do come and watch. It'll be amazing. Come along. Ooh, that's even in the towel. That's cool. Das direkt machen. Nee, noch nicht, ne? Dann würde ich schon mal vorschlagen, dass wir vielleicht hier gerade eine Zeitung lesen. Das wäre auch mal eine Maßnahme. Wo finde ich die denn? Ah ja, okay, ich erkenne es. Die und die haben wir gekauft, gell? Machen wir erstmal 47. Ach scheiße, ich habe keine Brille hier. Blutfehde fordert etliche Tote. Braithwaite gegen Gray ist anwesend. Der Braithwaite ist niedergebrannt. Sheriff Gray getötet. Beide Familien nahezu ausgelöscht. Rhodes in Trümmern. Die Fehde zwischen den beiden alteingesessenen Großgrundbesitzerfamilien Gray und Braithwaite begann beinahe einem Jahrhundert. Vor beinahe einem Jahrhundert und gipfelten nun in einer blutigen Schießerei auf den Straßen von Rhodes. Ein Großteil der Greys, einschließlich Sheriff Lee Gray, starben während des Angriffs, bei dem sich die Straßen mit Blut füllten. Augenzeugen der Vorgänge berichteten, dass die Straßen wären mit Leichen übersät gewesen. Kurz darauf stürmten mehrere Männer im Zug eines erbitterten Vergeltungsakts das Anwesen der Braithwaites und ermordeten jeden, der sich darin aufhielt. Das historische Plantagenhaus wurde bis auf die Grundmauer niedergebrannt. Das Feuer war meilenweit zu sehen und lockte etliche Einheimische an den Ort des Geschehens. Die Zeitung wurde aufgeweicht und unlesbar. Ende. Die Gesetzeshüter vor Ort können zu jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, wie viele Opfer es gab und werden die Ruinen noch einige Tage lang durchsuchen müssen, um die genaue Zahl der Verstorbenen zu ermitteln. Man geht derzeit davon aus, dass nahezu alle Braithwaites den Tod fanden, wobei einschränkend gesagt werden muss, dass einige Familienmitglieder noch vermisst werden und andere vermutlich nicht einmal in der Stadt waren. In den Stunden nach den Vorfällen kam es zu einem gewaltigen Anstieg der telegrafischen und telefonischen Kommunikation, da sich zahllose Freunde und Verwandte über die Geschehnisse informieren wollten. Gedenkgottesdienste für die Toten werden in den kommenden Tagen abgehalten. Ein warnendes Beispiel. Eisenbahnstrecke führt zum Niedergang. Einwohner von Tumbleweed besorgt über Zukunft. In der einst so betriebsamen Stadt Tumbleweed in Gaptooth Ridge, New Austin, kehrt Stille ein. Die meisten Geschäfte sind leer. Der Schmied hat keine Arbeit und die Bevölkerung schwindet, während Wagen um Wagen voller Familien die Stadt verlassen. Seit die Eisenbahn Armadillo anstatt Tumbleweed anfährt, sind auch Handel und Wirtschaft von dort weggezogen. Selbst die letzten verbliebenen Einwohner befürchten...
Entschuldigung, dass sich ihre geliebte Stadt Tumbleweed keine Zukunft hat und zu einem weiteren Opfer des technologischen Fortschritts wird, der bereits so vieles bei unserer Ausdehnung nach Westen vernichtet hat. Nicht mehr lange und der umstrittene Sheriff Samuel Freeman wird nur noch über ein staubiges und von der Welt vergessenes Relikt in der Wüste herrschen. Flussdampfer Grant Corrigan. Kündigt Spielnächte mit hohen Einsätzen an. Der Flussdampfer Grant Corrigan heißt Glücksspieler, Neulinge und Kartenhaie zu einer Reihe von Spielnächten mit hohen Einsätzen an Bord willkommen, um den Tourismus in der Stadt anzukurbeln. Die in St. Denis vor Anker liegenden Grant Corrigan gilt als luxuriöseste noch in Betrieb stehende Flussdampfer seiner Art und jeder, der mehrere Reisetage an Bord verbrachte, sagte anschließend, er wäre an seinem Ziel nur ungern wieder an Land gegangen. Das Personal an Bord ist für sein aufmerksames, makelloses Verhalten berühmt. Die Küche zählt zum Besten, was man außerhalb Frankreichs findet. Die Wäsche und Kleidung werden ausnahmslos aus Italien importiert. Die Spielnächte mit hohen Einsätzen an Bord sind nahezu legendär, da dort regelmäßig einige der bedeutendsten und reichsten Industriellen zusammenkommen, um zu spielen, zu bluffen und unglaubliche Summen zu setzen. Einige dieser Einsätze sollen angeblich sogar den Wert eines Pferdegespanns des Stalls, in dem es untergebracht war, und des benachbarten Anwesens überstiegen haben. Die Grant Corrigan liegt derzeit zur Vorbereitung auf weitere Luxusreisen einige Wochen in der Gegend vor Anker und lässt sich während dieser Zeit ihre legendären Spielnächte wieder aufleben. Großer Champagnerempfang steht an. Bürgermeister Lemieux, lehrliche Feier, Musik und Feuerwerk geplant, die gesellschaftliche Elite zeigt sich. In Saint-Denis warten derzeit sowohl Angehörige der gesellschaftlichen Elite als auch Politiker auf ihre Einladung zu dem jährlichen Champagnerempfang, den Bürgermeister Henri Lemieux in seinem prachtvollen Anwesen in der Flavin Street abhalten wird. Der Empfang gilt als die wichtigste und luxuriöseste Feier des Jahres und es gibt keine größere Auszeichnung, als daran teilnehmen zu dürfen. Die Einladungen wurden verschickt, maßgeschneiderte Ballkleider und Anzüge sind in Auftrag gegeben und vor 2 Tagen wurde per Schiff genug Champagner geliefert, um ein Schwimmbecken zu füllen, falls sich Bürgermeister Lemieux entscheiden sollte, eines zu bauen. Die jährliche Veranstaltung ist einer der Höhepunkte des Jahres und viele sehen sich danach, an diesem Ereignis teilnehmen zu dürfen. Die Damen werden atemberaubende Kleider tragen, während sich die Herren mit Taschenuhren und anderen erlesenen Dingen schmücken, die mehr kosten, als die meisten arbeitenden Menschen im Jahr verdienen. Die diesjährige Feier verspricht die bislang größte ihrer Art zu werden, mit Musik, Tanz und als Höhepunkt einem Feuerwerk, das zweifelsohne das beeindruckendste Spektakel des Jahres werden wird. Es werden zahlreiche Schaulustige erwartet, die darauf hoffen, einen kurzen Blick auf die ebenso schönen wie erlesenen Gäste werfen zu können. Tauchboot in Arbeit. Ein modernes Wunder, angetrieben von Dampf, ähnelt dem Modell der Südstaatenmarine von 1860. Jack Yanna war erst 10, als der Krieg zwischen den Bundesstaaten endete, doch er erinnert sich noch an die Geschichte, wie der geniale Erfindergeist der Südstaaten den Bau eines Unterwasserschiffs ermöglichte, des Tauchbootes H.T. Abernethy, das im Krieg zum Einsatz kam. Im Auftrag der US Navy arbeitet Yanna derzeit an einem Tauchboot, das an den ursprünglichen Plänen angelehnt ist. Doch statt durch menschliche Muskelkraft wird es an der Wasseroberfläche von einem Verbrennungsmotor angetrieben, im getauchten Zustand hingegen von elektrischem Strom. Er hofft, dass es bei seiner Fertigstellung im Jahr 1900 das erste Tauchboot im Dienste der Navy sein wird. Obwohl die Abernethy bei der Erprobung 2 Besatzungen tötete und schließlich im Gefecht sank, weil sie zu dicht an der Explosion ihrer eigenen Torpedos war, versenkte sie doch letztendlich das Nordstaatenschiff. Es gibt auch Pläne, das neue Modell mit Dampf anzutreiben, ähnlich wie das Tauchboot eines Wettbewerbers, das derzeit in Frankreich entwickelt wird. You long for sight and see nothing. Opernsängerin ausgeraubt, Postkutsche in Scarlet Meadows angehalten. Man merkt, dass es ein bisschen ältere Zeitung ist. Mrs. Chester Dempson, eine wohlhabende Dame der Gesellschaft und selbstgelernte Opernsängerin, wurde kürzlich in Scarlet Meadows ausgeraubt, als sie die Stadt auf ihrem Weg zu einem Broadway-Auftritt in New York City durchquerte. Der Vorfall nahm seinen Anhang, als ein Mann, der sich als Konzertveranstalter ausgab, die Kutsche anhielt und Mrs. Dempson um eine spontane Darbietung bat. Sie erfüllte ihm seine Bitte mit Freuden und sang aus ganzem Herzen, nichts ahnend, dass sich ein Komplize des Mannes im Gebüsch versteckt hielt. Während sie sang, schlich er sich in den hinteren Teil des Wagens und stahl nicht nur ihre kostbaren Besitztümer, sondern auch eine große Menge Bargeld. Als sie den Vorfall anschließend zur Anzeige brachte, warf sie dem örtlichen Friedensrichter vor, er würde nicht entschlossen genug gegen ruchlose Elemente in der Region vorgehen und derart dreiste Diebstähle und Überfälle zulassen. Mrs. Dempson ist vor kurzem von ihren Auftritten in New York zurückgekehrt, deren durchwachsene Rezensionen sie einerseits der Unfähigkeit des Orchesters und andererseits der Boshaftigkeit der New Yorker Presse zuschrieb. Kann unmöglich dran liegen, dass es scheiße ist.
Motorisierter Rasenmäher patentiert. Erfindung basiert auf Dampfantrieb. Stellen Sie sich vor, wie es wäre, nie wieder eine Sense schwingen zu müssen, um eine Wiese zu mähen. Carlyle McKinray hat einen Patentantrag für einen motorisierten Rasenmäher gestellt, mit dem diese Arbeit seinen Worten zufolge ein leichtes wird. Angetrieben wird die Maschine durch Benzin oder Paraffin, mit dem Wasser zum Kochen gebracht wird. Der dabei entstehende Dampf strömt durch das Gerät und versetzt mehrere Klingen in Drehung, die dann das Gras schneiden. McKinray sagte, seine Erfindung ermöglicht es einem Mann, sein Grundstück an einem heißen Sommertag mit Leichtigkeit zu mähen, indem er die Maschine einfach herumschiebt, während sie dabei Dampf ausstößt und mühelos jeden Grashalm stutzt. Jetzt muss ich mich hier kurz nochmal Discord zumachen. Banken befürchten Kurseinbrüche. J.D. McKnight warnt Investoren. Panik von 1893 könnte sich wiederholen. Der angesehene New Yorker Finanzier J.D. McKnight eröffnete am Freitag einer Gruppe von Zuhörern in New York, dass die derzeitige Wirtschaftspolitik der Vereinigten Staaten innerhalb der nächsten 10 Jahre eine weitere finanzielle Panik auslösen könnte. Während der Panik von 1893 wäre dem amerikanischen Schatzamt beinahe das Gold ausgegangen, wenn nicht McKnight und andere der Regierung 3,5 Millionen Unzen Gold verkauft hätten. McKnight hatte darüber hinaus mitgeholfen, sehnte nie nach dem Bürgerkrieg wieder aufzubauen, weshalb die Stadt ihm zu Ehren eine Statue errichtete. Kritiker wiederum bezeichnen McKnight als Opportunisten und Glücksritter, der von den katastrophalen Folgen der Wirtschaftskrise enorm profitiert hätte. Ganz unrecht haben sie da wahrscheinlich auch nicht. Wilde im Sumpf. Nachtvolk terrorisiert Bürger. Im Bayou kursieren derzeit beunruhigende Berichte über Morde und Raubüberfälle verübt von einer verstohlenen Gruppe von Sumpfbewohnern, die allgemein nur das Nachtvolk genannt werden. Man nimmt an, dass diese Leute die Ermordung von Doris Whitcomb zu verantworten haben. Da ihre Angriffe immer häufiger werden, wird Bürgern dringend davon abgeraten, sich in dem Gebiet aufzuhalten. Es handelt sich bei diesem schwer zu fassenden Sumpfbewohnern mutmaßlich um eine verwilderte Gruppe inzestuöser Analphabeten, die unter erbärmlichen Bedingungen leben und nicht einmal einer verständlichen Sprache mächtig sind. Diese gewalttätigen, verstohlenen und gefährlichen Personen verständigen sich mit Hilfe von Grunz- und Schnalzlauten und verhalten sich dem Bericht eines Mannes zufolge, der sie abwehren konnte, wie wilde Tiere. Es ist deshalb ratsam, sich um jeden Preis von ihnen fernzuhalten. Oh, ist schon das Letzte. Die Kunst des Angelns von Jeremy Gill, der Seestör. Der deutsche Botschafter hatte einst mir zu Ehren eine Abendgesellschaft gegeben, bei der ich eine rundliche Dame dabei beobachtete, wie sie Teller um Teller in sich hineinschlang, als würde ihr Leben davon abhängen. Ich merkte an, dass sie das kulinarische Verhalten eines Azipenser Fulvescens aufwies, musste jedoch zu meinem Entsetzen feststellen, dass kaum einer meiner Gesprächspartner diesen Scherz verstand. Dabei weiß doch jeder halbwegs gebildete Mann, dass der Seestör ein Grundfisch ist, der seinem gewaltigen Maul das Sediment aufwühlt und Kleinlebewesen einsaugt. Ich empfehle Ihnen, einen Spinner oder handgefertigten Köder zu benutzen und bei bewölktem Himmel zu angeln. Ich verspreche Ihnen, Sie werden einen Fisch fangen, der weitaus köstlicher ist, als ich diese deutsche Monstrosität je vorstellen könnte. Obwohl er lange Zeit nur als Beifang betrachtet wurde, ist dieser Fisch nämlich überaus schmackhaft. Versuchen Sie Ihr Glück am Delta des Lanahanchi River. Ich habe dort einmal einen Stör für die preußischen König gefangen und zubereitet. Und damit schließt sich der Kreis meiner Geschichte über Deutsche und Störe. Viel Spaß beim Angeln. Okay. Nächste Folge, nächste Zeitung. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.